Yamaha Double Y Konzept. Willkommen bei den Nachrichten von Motorcycles.news. In Zusammenarbeit mit Yamaha entwarf Noemi Napolitano für ihre Abschlussarbeit das Konzept Bike Double Y, ein Motorrad für junge Leute. Napolitano entwarf das Konzept für den Abschluss am Institut für angewandte Kunst und Design in Turin. Der Hintergrund für das Design war die Frage, wie man junge Leute für Motorräder begeistern könnte. Double Y steht dabei für Yamaha und Young, also jung. Laut den Analysen der Designerin greifen Jugendliche heutzutage eher auf anspruchslose Fahrzeuge zurück, die günstig, praktisch und leicht zu fahren sind. Eine komplizierte Handhabung oder ein schwer zu verwirklichendes Luxusgut ist weniger von Interesse. Sie versuchte, das Motorrad so zu gestalten, dass es als Erweiterung des eigenen Körpers funktioniert, dafür orientierte sie sich an der menschlichen Anatomie. Auch entsprechend optische Anlehnungen wurden in das Design integriert. Gelenkt wird das Gefährt nicht über einen traditionellen Lenker. Die Unterarme werden auf einer Ablage positioniert, in die zwei Joysticks zum Lenken integriert sind. Im Stand können diese in das Gefährt eingefahren werden. Hier ließ sich Napolitano von Käfern inspirieren. Beim Antrieb setzt man auf Elektrotechnik. Daneben soll eine Vernetzung zwischen verschiedenen Fahrzeugen ein wichtiger Bestandteil sein. Auch hier soll alles aber unkompliziert, einfach und leicht zu bedienen sein. Danke fürs Schauen.